Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Dungeons. Und meine Frage an euch, wie sieht's denn aus? Wie viel Dungeons-Beta-Content sollte ich denn eigentlich noch machen? Also bis die Full-Version rauskommt, das wird wohl am 26. Mai laut Ankündigung sein. Das dauert ja noch ein bisschen. Aber eventuell, wie wäre es mit jeder Woche vielleicht nochmal so ein bisschen zum Zuschauen? Wir haben halt den meisten Content hier schon durch, viele haben sich's aber gewünscht. Und eine Sache fehlt hier bei mir noch. Wir hatten viel getestet mit Artefakten. Das letzte Mal, wer das nicht gesehen hat, kann auch mal reingucken. Man kann da auch relativ fix dann durch die ganzen Level durchrennen, aber hier bei der Missionsauswahl und bei den Kürbisweiden fehlt noch eine Sache hier, nämlich ein Artefakt, was uns noch unbekannt ist. Das müssen wir eigentlich noch looten, weil das noch cool wäre rauszufinden. Ansonsten machen wir halt immer over and over eher dieselben Level, weil naja, es ist halt nur das, was wir verfügbar haben. Aber viele rufen nach Dungeons. Ich dachte, ich mache nochmal eine entspannte Folge und ihr könnt auch gerne mal sagen, wie viel Content ihr davon denn generell noch sehen wollt. Lasst es mich wissen. Wir haben halt nur die drei Level, ne? Also vielleicht kann man da ein bisschen durchcyclen, vielleicht ist es auch entspannt, ein bisschen zuzuschauen. Müssen wir gucken. Ich hoffe mal, dass ich es hier hinkriege, nochmal das letzte Artefakt zu kriegen, zu finden. Das wäre ganz geil. Und dann haben wir nochmal eine kleine Aufgabe hier, würde ich sagen. There we go. Wir machen natürlich auch mal maximale Schwierigkeitsstufe jetzt. Apropos, wie sieht es denn mit den Waffen aus? Level 23 sind wir hier. Haben wir eigentlich nicht mittlerweile was Besseres gekriegt? Wir hatten ja die Pickaxe, die war aber nicht so der Hammer. Nö, gar nicht mal. Irgendwie will ich die nicht. Ich will die irgendwie nicht kaputt machen, um die in Schadenpunkte zurückzukriegen, verdammt. Na, vielleicht muss man eine Farming-Session oder so einlegen. Hier gibt es ja eine schöne Stelle, wo man farmen kann, aber da müssen wir mal gucken. So. Und es ist immer noch 1,8 mal zu heftig für meine eigene Schwierigkeitsstufe. Warte mal kurz, es sieht aber neu gerade aus, kann das sein? So einen Eingang hier habe ich ja noch nie gehabt. Ich weiß, die wechseln immer, aber... Hä? In diesem Level, so eine Gegend hatte ich bisher noch nie gehabt. Dass man irgendwie so hoch kann hier. Ja, gibt halt immer wieder was Neues zu entdecken. Die Schwierigkeit wird ja sowieso sein später dann. Oh, hier ist auch richtig viel los. Hä? Haben die das nochmal gepatcht hier ein kleines bisschen? Ich bin mir nicht sicher, haben die ein bisschen... Ich glaube, es kam kein neuer Patch raus. Okay. Fand ich gerade ein bisschen krass, was hier, wie viele Mobs hier waren. Dann hauen wir die einfach mal durch. Und das Geld hat irgendwie so ein OP-Bogen. Sieht nicht nach normalen aus. So, den machen wir auch weg. Boah, in welche Richtung laufen wir denn gerade? Oh, gibt es da viel zu erkunden. Das Level sieht gerade komplett anders aus als alle vorherigen, die ich gefühlt hatte. Naja, habe ich auch nichts dagegen. Dann nehmen wir das halt mit. Ja, ist ja fast wie ein neues Level. Mal schauen, wo wir landen. Ich würde auch sagen, wir nehmen die Kisten ordnungsgemäß mit, dass wir alles... Oh! Da habe ich gerade mal direkt hier den Pilz rausgepackt. Irgendwie ist ja aber... Ja, die waren nicht verkehrt. Warte mal kurz, Weg zurück. Ja. Oh lol, hier oben ist eine Sackgasse und wetten hier ist ein Dungeon irgendwas drin, was Kleines. Ja, komm schon, dann kriegen wir. Wir beeilen uns auch, ich kann da ganz fix durchlaufen. Ah, eine Kiste. Und nochmal eine Sicheln selten. Ah, eine schlechtere, als ich habe. Schade. Hätte ja sein können, dass eine bessere ist. Nein, natürlich nicht. Egal, aber wir sind ja fix unterwegs und können jetzt auch mal hier die extra Mile gehen und immer mal ein bisschen außen rumlaufen. Ne? Oh, da bin ich gerade hängen geblieben an dem Ding. So, unten gibt es nochmal was, da können wir lang gehen. Und haben das Level auch schon, denke ich mal, ganz gut abgegrast. Ja, ich bin gespannt, wie die anderen alle aussehen und ich bin auch gespannt, okay, jetzt nicht weiter, was die Langfristperspektive von Dungeons ist. Wenn man alle diese neuen Level einmal durchgespielt hat, dann kann man sie nochmal durchspielen und zwar auf einer höheren Schwierigkeitsstufe. Und wenn man die, auf Mittel sozusagen, und dann, wenn man das alles auch durchgespielt hat, dann kann man auf Extrem oder auf Hart durchspielen. Und das heißt, es wird immer herausfordernder. Ja, irgendwann hat man alles durch, klar. Boah, da muss ich kurz hier was reinhauen. Ah, okay, sieht ja noch ganz gut aus. Da wurde es ein kleines bisschen eng. Also noch kann ich hier nicht allzu easy durchgehen, wie als wenn es Butter wäre. Tja, das ist halt die Sache, aber irgendwann ist man dann hier auch durch. Ich befürchte, wenn ich das in einem Livestream grinden würde oder so, dann wäre ich da zu schnell durch. Dann habe ich vielleicht mal so eine Woche Beschäftigung oder so. Ups, boah, der war knapp. Der hat mich fast gekillt.
Hätte ich vielleicht eine Woche Beschäftigung, aber das war es dann vielleicht auch schon. Mal schauen. Ja, Multiplayer ist dann nochmal was anderes wieder, aber muss mal gucken. Stimmt, ich habe ja noch einen Bogen. Schon nicht mehr genutzt. So, den machen wir weg. Jetzt hauen wir mal den Trank rein. Wir sind ja full life. Sehr schön. Ups, ich habe auch so den Pilz genommen. Das war nicht geplant. Wir können unten einmal um die Ecke jetzt gleich gehen. Ups, nein. Der muss erstmal weg. Ups, nein, 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 nein. Upsala. Da bin ich aber auch schon wieder ein bisschen über... Hier fällt alles weg. So, einmal heilen. Besten Dank. Upsala. Sind doch noch ein bisschen zu hart. So easy kann ich da nicht durchgehen. Ja, ein kleines bisschen müssen wir da noch aufpassen, Leute. Ups. Ja, trotzdem hätte ich gerne noch eine höhere Schwierigkeitsstufe, wo ich wirklich einfach ein paar Mal sterbe oder so, ne? Weil... Man findet ja dennoch immer einen Weg hier außen rum. Das ist die Sache. Sollen wir mal gucken, wo das hier lang geht. Vielleicht gibt es hier auch noch eine Kiste. Meistens immer in diesen Enden. Creeper. Gibt es irgendwas Feines? Ey, der kann ja um Ecken hier. Oh, oh, nein. Da ist ein... Ach, komm schon, ernsthaft? Okay, das ist eine sehr ekelhafte Kombination, muss ich sagen. Trotzdem überlebt. Dieser gechargte Creeper ist gerade explodiert. Und er hätte mich eigentlich one-hitten müssen oder so. ETF. Und eine Frage, wie komme ich an diesen Emerald da dran, der einfach durch die Burg durchfliegt? Gar nicht. So. Die machen wir alle weg hier. Joa, mach mal, würde ich sagen. Das sind ziemlich viele von den Dudes hier. Ich hatte mal auf einem anderen Account so eine Sichel. Ich habe einen Stream-Account schon gemacht. Da bin ich auch ein bisschen weiter, weil ich einfach mehr Zeit zum Leveln und Grinden hatte. Da hatte ich mal so eine Sichel, die hat Blitze gedonnert. Jedes... Kann ich irgendwie hoch? Ich glaube, hier geht es irgendwie hoch. Die hat Blitze geschossen und jedes Mal, bei jedem dritten Hit... Alter, was geht denn hier hinten ab? Bei jedem dritten Hit war das so... dass die Blitze gedonnert hat, ne? Und weil du mit der Sicht so schnell angreifen konntest, hast du halt einfach extremst schnell Blitze geballert. Oh, jetzt habe ich aber... Jetzt musste ich aber hier all in gehen. Okay, das war ein bisschen heftiger. Meistens sehen wir irgendwie noch was. Moment. Hier eine Kiste, dem Ding. Nein, nein. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Ups, Alter. Ja, keine Ahnung. Ich bin da zurück. ich kriege immer noch ziemlich hart auf ins Gesicht. Ich stürze mich aber auch ziemlich gut rein, muss ich sagen. So, wir müssen hier die Großen wegmachen. Achtung und Action. So, Leben. Gleich kann ich. Jetzt kann ich Heilung. Oh, das hat gepasst. Wunderbar. Nope, der hier muss weg. Und ich muss auch wieder raus hier. Dann mal noch, das ist noch einer, der die aufcharged. Upsala. Ja, irgendwie wäre es halt cool, nochmal neue Waffen und sowas dann kennenzulernen. Aber die kommen alle noch. Ich habe mal in einem Trailer gesehen. Sag mal, was ist denn hier los? Ups. No, 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 no. Ich habe mal einen Trailer gesehen, da gibt es so Thors Hammer, in Anführungszeichen, auch als Waffe. Und hier gibt es wohl dann erst einen späteren Leveln. Ups. Ziel wird natürlich sein, hier mit Null Toten durchzukommen, ne? Wer hätte es gedacht? Mit den Null-Tode-Challenges habe ich es irgendwie. Na, häng ich gerade fest? Weg damit. So, einmal. Okay, mit dem TNT. Ist doch ein bisschen spicy, vor allem wenn ihr so viel von denen hast. Eigentlich habe ich TNT am Start. Nach vorne müssen wir jetzt gleich durchkommen zum Respawn-Ding. Sag mal. Ein Hit und ich bin down? Oh, ups. Ah, ich wollte Pfeile schießen. Verdammt. Ja, ich... Erstmal finde ich es gut, dass wir immer einen permanenten Heiltrank haben. Dass man einfach nur warten muss. Das sind auch nochmal Vorräte.
Also ein paar Mal war es jetzt echt knapp, ne? Ja, ich habe seinen Großteil erkundet gehabt. So, hier gibt es jetzt das kleine Level. Türe zu, besten Dank. Jetzt muss ja machbar sein hier. Die sind hier irgendwie so wütend gemacht, damit die sich gegenseitig angreifen. Das ist mal ganz cool. Huch! Sag mal, kommt der denn hier? Bei den Beschwörungen. Haben die noch nicht ein bisschen was geändert? Das war früher nicht so. Oder als ich das letzte Mal gespielt habe. Ist aber auch gut. Habe ich nichts dagegen. So, und... ja, das müsste geklappt haben. Ich fand es gerade irgendwie ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. So, und hier ist halt einfach Levelstellen, ne? Und Level up, besten Dank. Das hatte mir noch gefehlt. Da sage ich auch nicht nein. So, ich würde gerne mal testen, wie viel Level gibt das, wenn ich jetzt hier mal so stehe. Und eine so eine Wave mitnehmen, okay? Wir nehmen eine Wave mit. Ich bin jetzt gerade ganz frisch Level 18 geworden. So, Essen mitgenommen. Also du kannst aber die ganzen Drops hier einsammeln und so. Es gibt auch eine Taktik, wie man hier AFK stehen kann, indem du die ganze Zeit Wölfe beschwörst oder so. Und in der Mitte stehst und dann Dornenrüstung anhast, die Schaden reflektiert. Und die Wölfe, irgendwie drei Wölfe, die killen halt für dich die Mobs und so. Die spawnen die ganze Zeit, dann kannst du AFK bei Nacht hier stehen. Brauchst du auch einen Klicker oder irgendwie sowas? Ja, es geht gerade. Also, zum Thema Level. Ich weiß nicht, wie lange das dauern würde. Also, eine Wave hat mir jetzt ungefähr so, weiß ich nicht, 3% vom Level gebracht vielleicht. Das heißt, ja. Er muss mich kurz wieder voll heilen. Ja, der hat mir 3% vom Level oder so gebracht. Er ist wieder 3%. Es wird ein bisschen dauern. Ich mache das jetzt aber auch mal nicht. Ja, da habe ich es noch ein bisschen mehr challenging. Ups. Für die nächsten Videos. Upsala. Hier gehe ich aber jetzt auch rein mit dem Pilz. Ja, ich muss noch den zweiten Schalter jetzt hier umlegen wieder. War schon weg mit dir. Da, einmal umlegen. Ach, besten Dank. Jetzt spawnen sie nicht mehr nochmal. Huch, ich kann sogar schon hier hochlaufen, während die aufgehen. Das ist cool. Hier gibt es immer nur Pfeil und Brot drin in den Kisten. So, da kommt jetzt gleich wahrscheinlich noch ein Magier. Der kommt meistens immer so an der Stelle vom... oh, Rüstung. Der kommt meistens an der Stelle hier in etwa gleich vom Level. Komm, aus sich durch. Irgendwo hier ist er noch bestimmt, oder? Bei dem muss ich aufpassen. Er macht wieder Schaden des Todes. Ja! Ja! Ich habe ihn jetzt wütend gemacht. Jetzt greift er für mich die anderen Skelette an. Okay, jetzt hat er seine Wut verloren. Ja. Ich finde, das müsste ein bisschen länger laufen. Eventuell sogar. Okay, dann haben wir... nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Sieht gut aus. Besten Dank, der... die Exo von mir aber gerade. Bisschen zugesetzt. Hä, wo ist der denn? Ups. Krieg ja schon ein bisschen aufs Maul hier gerade. Upsi. Ich sehe den nicht. Den Säulenexplodierer. Ich glaube da hinten. Doch, jetzt habe ich ihn. Ich finde es gerade ein bisschen schwerer als die ganze Zeit. Hallo, kommst du? Oder vielleicht liegt es daran, dass ich keine gespielt habe in der letzten Zeit. Dass ich die Übung gerade irgendwie nicht habe. Das würde vielleicht noch Sinn machen. Oh, ein Schwert, welches besser ist als das, was ich gerade habe. Also besser als die Sicheln. Ja, das kann schon sein. Gibt es hier irgendwas? Hier geht es auch nochmal weiter. Aber der richtige Weg, also der Weg, wo es weitergeht, in die andere Richtung. Das heißt, hier gibt es eventuell wieder Dungeon oder Kiste, würde ich sagen. Und da kommt der Trank. Sehr schön. Ich habe gerade mal... ja, weil der ist ein bisschen strong. Noch nicht so viel Schaden. Links reingepfiffen. Pilz. Oh ja, hier ist eine Kiste. Hätte sie fast nicht gesehen. Hier ist allerdings nichts zu krasses drin. Verdammt.
Aber die Jägerrüstung ist auch stärker. Oh, die ist stärker als meine jetzige. Aber ich habe gerade eine Schuppenrüstung. Schuppenrüstung finde ich wichtiger. Das Schwert scheint stärker zu sein. Ne, das hier ist stärker. 40 bis 65. Also was, ich kann es ja mal anziehen. Da sind jetzt gerade keine Enchantments drauf, aber mal gucken, wie viel es macht. Ich kann ja ein bisschen durch die Waffen cyclen, damit es nicht zu unspannend ist, sondern immer ein bisschen frischer Wind drin ist, würde ich sagen. Genau, so machen wir das. So, und hier vorne haben wir ein Schweinchen. Und ich renne mal kurz raus. Erwischt. Sicheln drin. Ist hier hinten irgendwo einer? Ah, hier ist er, die aufcharged. Ja, Schwert fühlt sich wieder komplett anders an, ne? Schwert fühlt sich komplett anders an, auch vom Spielgefühl. So, da hätten wir dicken TNT. Besten Dank, dann haben wir den hier schon weg. Ja, das sieht ganz gut aus. Schwert ist auch okay. Man schlägt halt langsamer, aber dann muss man halt eine andere Synergie sich schnappen. Ich hatte das letzte Mal halt die mit den Blitzen, weil dann sich. Ich meine, die sind irgendwie cool. So Zweihandwaffen ist irgendwie immer cool. Aber manchmal nicht so praktisch. Na, ich lasse mal das TNT da rein. Hätten wir die drei Skelette erwischt. Oh, oben auf der Brücke ist noch einer. Da müssen wir lang. Oben auf der Brücke ist einer. Ups. Aber man braucht ja schon eine ganze Folge, um so ein Level einmal durchzuspielen. Fällt mir mal auf, ne? Eigentlich schon. Eigentlich braucht man ein ganzes Level. Eine ganze Folge, meine ich. Oh, der hätte mir jetzt mal interessant. Da muss ich raus. Ups, nein, 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 nein. Jetzt mal so schnell, wie es geht. Und wieder rein. Den habe ich weggemacht. Okay. Dann weiter durchlaufen. Gleich kann ich wieder... Oh, hier ist noch eine schöne Brücke am Boden. Ich habe schon so viele Runs hier durchgemacht. Es gibt auch noch Sachen, die ich neu entdeckt habe. Die ich vorher nicht gesehen hatte. Oh, da oben ist der Magier. Yep. Ja, schon wieder suboptimal hier. Oh Mann, ich komme da nicht durch, weil der Zaun im Weg ist. Und ich muss meine Leben aufpassen. Schießen, schießen, schießen. Oh, hier kann ich aber ganz gut stehen. Ja, die Musik, die macht es immer bedrohlicher, als es eigentlich ist teilweise. Er steht hinter Baum, egal, jetzt gehe ich rein. Okay, ja, so hoch gepokert. Ich hatte keinen Heiltrank mehr. Nein. Ja, geil, ich spawn auch direkt neben der Kiste hier, ne? Was ich irgendwie cool finde, ist, wenn nach einem Tod die Mobs nochmal ein bisschen Leben dazu kriegen, wie dieser Magier jetzt hier. Der hätte nochmal neue Leben kriegen müssen oder sowas, weil, ne, jetzt kommst du ja frisch gestärkt rein. Kommen wir da durch. Wenn wir uns erst diese Magier wegmachen. Und wieder raus. Eigentlich könnte ich auch mal drei von diesen Pilzen nehmen, oder? Jetzt habe ich ja gerade zweimal die Speed. Aber wenn ich dreimal die Pilze nehme, dann habe ich ja Dauerboost. Dauer-Damage-Boost. Das wäre insane. Oh, Leute, ich finde, es geht aber eigentlich auch. Wenn wir schon ein paar Mal gespielt haben, macht immer noch Bock, hier durchzurennen. Oh. Ja. Wenn die alle so schön auf einem Fleck stehen. Für AOE-Damage des Todes. Ja. Oh, ist aber echt viel los. So, ja. Dings ist weg. Das ist schon mal ganz gut. Naja. So, klopp uns mal ein ganz kleines bisschen durch. Schon, Leute. Weiter, weiter, weiter. Und, oh, da vorne ist jetzt auch schon das Ende. Wir haben es wieder geschafft, Leute. Super geil. Tja.
vielleicht ein bisschen zu easy manchmal, sagt der, der gestorben ist, aber... Endboss. Es ist ja eigentlich noch zu schwer für meine Rüstung. 1,8-fache Schwierigkeitsstufe hatte ich, aber... Ich soll doch mal mehr kiten, nur mal so nebenbei, ne? Mach ich jetzt einfach mal, wenn es geht. Oh, jetzt kann ich nicht beide an. Ich habe die mal beide enraged. Jo. Na, schade, hat nicht so ganz geklappt. So, noch eine Runde. Und jetzt danach kommt eventuell gleich die Bossrunde, schätze ich. Ups. Oh, 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 der Explosionsdude. Ach, ich kann schon wieder nicht durchschießen. No. Ich hatte hier einmal einen Level, da war ich stuck, ne? Und der Magier ist da. Ja. Ja, kannst einfach ruhig runterspielen jetzt hier theoretisch. Den Dude habe ich eigentlich nicht so Bock, aber okay, dann haben wir da einen. Ja. Der Magier kann einen nicht erwischen, wenn man entsprechend weit wegsteht. Und jetzt muss ich aber ganz dringend raus. Ja, die Geister. Ja, die Waffe ist eigentlich enchanted. Ich bin aber nicht ganz zufrieden. Oh nein, was ist jetzt passiert? Hier unten ist irgendwie... Ah, da hängt noch ein Geist unten drin. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass das der Fehler ist, dass man das Level jetzt nicht beenden kann, weil Geister irgendwo ganz tief im Boden drin hängen. Das wäre schon sad. So, jetzt ist aber down. Und? Hat das geklappt? Ne, hier hinten ist noch einer. Zählt noch nicht als Ende. Geistern. Okay, es hat funktioniert. Ja, das letzte Mal ging es irgendwie nicht, aber... Hm. Naja, okay. Dann haben wir nochmal das Level geschafft. Und bitte neues Artefakt. Bitte, 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 bitte. Kürbisweiden müssen sich vorerst keinem Kampf stellen. Bitte, 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 bitte. Okay. Besiegt die Kreatur in 63%. Also ich hätte noch mehr klatschen können, ne? So, was ist drin? Neues Artefakt. Naja, das hatte ich schon mal, oder? Hatten wir das schon mal? Das hatten wir schon mal. Das ist immer noch ein Unbekanntes. Verdammt. Wir werden das an einem anderen Tag ergründen. Leute, sagt mal Bescheid. Wollt ihr noch ein bisschen von der Beta sehen? Wir haben halt nur die drei Level. Sagt Bescheid. Ich werde ein bisschen durchcyceln. Eventuell sehr entspannt zum Zuschauen. Und dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Bis dann, das Gachen.